Vitali und Wladimir Klitschko, die beiden Brüder, diese beiden Persönlichkeiten mit ihren klaren Worten, mit ihren breiten Schultern gezeichnet vom Krieg, von 2 Monaten Krieg. Die Welt sieht diese beiden so vertrauten Gesichter in diesem so schrecklich verstörenden Krieg immer wieder. Ja, und wir alle erinnern uns an die frühere Welt der Klitschkos. Wie wir alle wissen, war das der Boxring. Aber diese Welt, sie scheint ja so unglaublich weit weg für die Klitschko-Brüder. Eine andere Welt zu sein, eine Welt, die für Vitali und Wladimir für immer Vergangenheit sein wird. Diese Welt, der Boxring. Aber nee, nee, das ist nicht unerreichbar. Das ist nicht so, dass das unerreichbar weit weg ist. Denn das, was wir Ihnen jetzt sagen, das ist ja die Nachricht dieser Stunde, Patrizia. Ja, so kann man es sagen, denn Wladimir Klitschko hat bei diesem Kampf am Samstag Feuer gefangen, wie wir alle. Was für ein Fight von Tyson Fury in Wembley, sein knallhart K.O. Live gab es diesen Kampf bei Bild, ein Boxerlebnis. Und auch Wladimir Klitschko hat dieser Kampf berührt. Ja, mehr noch, er verspürt nach diesem besonderen Fight sogar Lust, nach diesem besonderen K.O. sogar Lust, selbst noch mal irgendwann in den Ring zu gehen, Wladimir Klitschko. Und zwar gegen diesen Mann, gegen Fury. Schauen Sie, was er uns gesagt hat, Wladimir Klitschko. Wer weiß, ich will hier nicht Großes versprechen, aber wenn ich im guten Shape bin und vor allem auch, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende kommt und dass unsere Grenzen der Ukraine bestehen, ohne jede Invasion, die aus Russland kommt. Und dann am Ende, wer weiß, also wenn ich in guter Form bin, vielleicht habe ich noch diesen Traum, von dem Rekord von George Foreman zu brechen. Was für eine Geschichte. Also, oder? Wenn man den Krieg gewinnen kann, dann kann man sowieso alles. Carly Underberg, unser Sportvize hier im Studio, grüß dich herzlich. Hallo. Was für eine Nachricht, was für ein Satz von Wladimir Klitschko. Er kann sich nach diesem besonderen Kampf und in dieser Stimmung, in der er sich dort gerade in Kiew befindet, tatsächlich irgendwie ausmalen, irgendwie vorstellen, gegen diesen Fury in den Ring zu gehen. Spektakuläre Aussagen, also wirklich weltexklusiv, das ist unfassbar. Ganz wichtigste Botschaft, natürlich kommt das erst in Frage, wenn, was wir alle hoffen, schnell der Krieg zu Ende ist und die Ukraine gewonnen hat. Aber dass er tatsächlich mit dem Gedanken spielt, zurück in den Ring zu kehren, das ist unfassbar, das ist spektakulär. Und Gott, wäre das schön, wenn es tatsächlich passiert. Jetzt müsste Tyson Fury noch mitspielen. Der will ja erstmal nicht mehr, braucht er nicht, hat 42 Millionen am Samstag kassiert. Aber wenn das Duell nochmal ansteht, vielleicht kommt Fury auch zurück. Die Revanche, wer wir hier erinnern uns, Wladimir hat 2015 gegen Fury verloren. Also da ist noch was in ihm drin, das will er noch. Und er hat gesagt, er will keine Kiefer brechen, Wladimir Klitschko, er will Rekorde brechen. Und 46 Jahre war George Foreman als Schwergewichtsweltmeister damals der älteste. Und das kann Wladimir ja packen. Also es wäre mehr als spektakulär, es wäre so cool, wenn das zustande kommt, weil dann auch der Krieg in der Ukraine zu Ende wäre. Nimm uns mal mit, was wir dann zu erwarten hätten. Wie stellst du dir diesen Kampf vor, vor allem mit Blick auf die Vergangenheit? Die beiden sind ja schon mal zusammen. Ja, also das Wembley-Stadion müsste noch mal verdoppelt werden. Wir hatten jetzt 94.000 Zuschauer am Samstag. Das war unfassbare Atmosphäre. Das war ein so unglaublich geiles Event. Ich hoffe, dass das Wembley noch mal aufgestockt wird. So ein Kampf hätte 100.000 verdient. Es wäre tatsächlich einfach die größte Schwergewichtsshow, die wir seit vielen, 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 vielen Jahren gesehen haben und die wir auch in vielen, vielen Jahren erst wieder sehen werden würden. Das wäre der größte Boxkampf, den ich mir vorstellen kann. Ja, unfassbar. Wladimir Klitschko, der hier tatsächlich lächelnd aus Kiew über ein mögliches Comeback spricht, über einen möglichen Kampf gegen diesen Fury. Wladimir Klitschko, der vor kurzem ja noch hier im Bild-Live-Studio auch war, ehrlich gesagt, man kann sich gar nicht vorstellen, auf diesen Mann, auf diese Persönlichkeit, mit diesem Charisma, mit all dem, was er in den letzten Wochen geleistet hat, für sein Land, für die ganze Welt, auf diesen Mann noch mal einzuhauen. Den lässt man noch gewinnen, oder? Ja, früher sagte man, dass der ein oder andere Kampf verschoben würde. Nein, also wenn ein Klitschko in den Ring steigt, dann wäre das schon ein fairer Fight mit sportlichen Mitteln da gemessen. Aber es wäre halt einfach irre. Dieser Fury ist ja der Schwabbelmann, aber ein riesen Showman. Das war unfassbar, was der abgezogen hat am Samstag. Und dazu eben Klitschko, was du erzählst. Also es wären halt eben auch so zwei unglaublich starken Charaktere. Allein das würde schon reichen. Alles, was vor dem Kampf passiert, wird wahrscheinlich besser als der Kampf selber. Riesen-Showman, sagst du. Also lass uns noch mal in diese Hymne, zu der es geworden ist, reinhören in Wembley. 94.000, die mit angeführt von der stärksten Stimme von Fury, singen nach diesem Kampf. Ja, was für ein Moment dort. American Pie, hören wir noch einmal rein in Wembley und greifen ein bisschen was von dieser Stimmung am Samstagabend in der Nacht noch mal auf. Them good old boys singing whiskey and wine.
Was für ein Moment. Samstagnacht, American Pie, gesungen von dem Mann, der gerade für seinen WM-Titel verteidigt hat, Tyson Fury. Und jetzt die Nachricht, die uns Carly Underberg hier mitgebracht hat ins Bild-Live-Studio, dass Wladimir Klitschko sich tatsächlich vorstellen kann, wegen dieser emotionalen Bilder, wenn irgendwann das wieder geht. Jeder Sportfan drückt jetzt die Daumen, Krieg in der Ukraine zu Ende und Wladimir zurück in den Ring. Hammer-Nachricht heute früh. Danke, Carly, für deinen Besuch. Danke dir.